So. Und dann schauen wir doch mal, da steht einer relativ alleine rum. Na, jetzt war er nicht mehr. So, hoch hier. Oh Gott, schnell hier hoch, bevor der uns sieht. You hear that? Wow! Don't let your guard down. Moment, wir holen uns erstmal den da hinten. Zack. Relaxen tut ihr ja niemand. Merkt ihr eigentlich, dass ihr verdammt... dass ihr verdammt wenige nur noch seid? Der da, der hat so oder so schon übelst Schiss. Was man ja auch irgendwo vielleicht verstehen kann. So ein bisschen. So. Ah, da steht wieder so eine Dose. Ja, den werden wir auf jeden Fall infizieren. Warte mal, mal sehen. Vielleicht können wir ja. Genau das. Don't relax just yet, Marines. Sounded like a king for me. Effizient. Sehr geil. Merkst du eigentlich, dass du alleine bist? Keule? Na, Übergang. Als Alien bin ich irgendwie voll toll. Errungenschaftsschreiber. Marinejäger. Gelange zur Raffinerie. So, aber vorher hole ich mir noch mal kurz meine Belohnung. Naja, mehr oder weniger Belohnung. Und ich brauchte mich nicht mal heilen, weil mich hat ja niemand getroffen. Also als Alien komme ich super. Das war schon wieder eine Mission. Na dann, ohne zu quatschen, wir sind bei 82%. Oh, erstaunlich. Wir spielen aber direkt als Alien weiter, ne? Los geht's. Wir sind übrigens, Wertung war jetzt Hüter. Natürlich schwer zu sagen, was das, ne, und so. Gut, wenn die KI vielleicht noch ein bisschen besser wäre oder auf einer höheren Schwierigkeitsstufe, wobei bei einer höheren Schwierigkeitsstufe werden die, machen die wahrscheinlich mit ihren Waffen einfach nur mehr Schaden, oder? Finde einen Weg in den Korridor. I want to be out of here before the power goes again. Those things come back. What was that? I'm not dying here.
Naja, hier ist relativ, naja, dying noch nie sofort. Erstmal kriegst du einen Headcrab, nee, einen Facehugger. Hallo, zack. Tja. Wayland Enterprises. Beschissener Arbeitgeber. Kann ich hier eigentlich? Nee, kann ich nie. Schade, ich dachte, das war nämlich der erste Gedanke. Aber ich kann... Ach doch, kann ich. Naja, aber bringt jetzt nicht so viel. Ich bin noch auf dem... Ja, ich bin noch auf dem Boden. Ich komme die ganze Zeit... Wenn man Alien spielt, kommt man echt so ein bisschen... Komme ich echt so ein bisschen durcheinander, wo nur oben und wo unten ist. Wenn ich mit Marine langrennen würde... Gut, okay, jetzt ist es klar, aber... Wenn ich mit Marine langrennen würde, würde ich mir das wahrscheinlich nicht so oft fragen. Aber da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Lüftungsgitter benutzen. This is Ops. Xenomorph readings in your area. Stay frosty. Okay, wie viele haben wir denn? Einen unschuldigen, mehr oder weniger. Beziehungsweise unbewaffneten. Oh. Ja, der hätte uns eigentlich sehen müssen. Oh, hat er jetzt auch? Ja. Come on, come on. Don't relax just yet, Marines. Nee, dreht schon mal wieder in die andere Richtung. Oh. I'm not dying like this. Easy does it. Don't let your guard down. This place is getting sticky. Hear that? Einfach ne, und so. Ganz in Ruhe hängen bleiben, sich nichts anmerken lassen, die Ruhe bewahren, runterspringen und einfach abschlachten. Don't let your guard down. Mit wem redest du eigentlich noch? Beziehungsweise, wo ist er denn? Ach, da hinten. Hat sich dann auch erledigt. Jetzt springen wir wieder hoch an die Decke und jetzt gucken wir noch mal kurz rum, aber das müssten eigentlich alle gewesen sein, oder? Ich meine, waren ja auch einige. Ist der da echt immer noch am Schweißen? So ganz in aller Ruhe? Tatsache. Der ist hier am Reparieren gewesen, der hat davon gar nichts mitgekriegt, wie geil. Das ist schön. So, dort wird es weitergehen, aber jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Get out of here. Ah! Ich wollte gerade sagen, haben wir noch einen und ich glaube, da oben auf der Kiste habe ich gesehen. Oh, diese. Wie viele Finger haben wir? 2, 4? 2, 4, 5, 6. Aha, vor allem diese, das, die jeweils 2 nebeneinander so direkt eng. Ach, so widerlich. So an und für sich. Sonst noch irgendwie sowas? Hier. Noch irgendwie? Nö. Zack.
sonst haben wir hier nichts weiter. Hallo? Nein, bleibst du hier? Lange Zutritt zum Kontrollraum. Den einen haben wir gekriegt. Den anderen holen wir uns jetzt. Nachdem wir hier kurz... Wo ist der hin? Wo ist der hingerannt? Nee, doch, hier geht's ja nirgendwo anders hin. Der ist doch... Hat er sich erschossen? Den haben wir gekriegt und der andere ist einfach weggerannt. Scheibenkleister. Ist uns doch einer tatsächlich entkommen? Dieses Anzeigen der Übergänge, da denke ich immer... Achso, nee, das haben wir ja gerade gemacht, ja. So, was sollte man jetzt hier machen? Wie fokussieren? Achso, ja, ich... Kopf ist... Control Room Lockdown. Contact your supervisor for guidance. Das gefällt mir jetzt gerade mal gar nicht so besonders. Oh, wie wir da schon hochgedrückt werden. Wo ist denn hier der Knopf? Hä? Nee, ich komm. Ah, okay, zurück komme ich schon mal nicht mehr. Ah, halt einen Moment. Nee, ach so, das ist ja genau. Hä? Ich wäre ja jetzt schon. Aber hier geht's nirgendwo anders lang und ich kann hier ohne. Wir müssen das irgendwie versuchen. Ja, Du hast dort... Ja, man hat hier Tunnel und sowas, aber da komme ich ja nicht rein. Weil hier keine... Hä? Wie soll das jetzt hier weitergehen? Kann ich hier irgendwo was aufmachen? Nee. Hier komme ich ja... Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich erstmal überfragt. Nee, ja, kannst du knicken. Hä? Lange durch den Lüftungsschacht nach unten. Ja, ist... wie soll ich denn? Der Typ ist auch weg. Ah, okay, der hat sich erschossen. Wo? Hä? Also, ich komme hier nicht mehr raus. Hä?
Hier geht da gar nichts anderes, außer dass ich durch diesen dämlichen Lüftungsschacht hier reingehe und da krepiere ich. Genau. Hä? Das ist mir, also jetzt ist es mir echt ein absolutes Hallo? Was soll ich hier machen? Ach so. Tja. Nein! 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 Ja, das ist natürlich auch geil. Man muss einfach Q drücken. Dann geht das auch. Nur dann rennt man genau in diese Automatikkanonen rein. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Versuchen wir es nochmal.